IAA 2017, die internationale Automobilausstellung. Und hier steht etwas, das ist kein Auto, es ist ein Volocopter. Was ist ein Volocopter? Ein Volocopter ist ein hubschrauberähnliches Fluggerät, nur rein elektrisch betrieben und hat im Gegensatz zum Hubschrauber 18 Rotoren. Genau, und das Ganze fliegt auch tatsächlich, es ist wirklich im Einsatz, oder? Ja, genau. Wir fliegen schon seit 2 Jahren damit und haben auch eine vorläufige Verkehrszulassung. Das heißt, wir dürfen in Deutschland damit bemannt fliegen. Wirklich? Natürlich. Das heißt, man könnte es zum Beispiel einsetzen, um vom Flughafen Frankfurt hierher zu fliegen. Würde das gehen, wenn Sie eine entsprechende Landerlaubnis hier hätten? Ganz genau. Wir können mit rein elektrisch betrieben ungefähr 30 Minuten fliegen. Vom Flughafen Frankfurt hier in die Stadt rein, das würde gehen. Wahnsinn. Also ich habe gedacht, das wäre nur in Dubai erlaubt und so weiter. Das heißt, Sie dürfen auch tatsächlich jetzt weltweit oder nur in Deutschland? Diese Zulassung, vorläufige Zulassung, die wir haben, die gilt hier in Deutschland. Das ist ein sogenanntes ultraleichtes Fluggerät. Das ist ultraleicht, das heißt, es wiegt weniger wie 500 Kilogramm, oder? 450 Kilogramm, genau. Das ist die maximale Abflugmasse und maximal 2 Sitze. Das ist ja Wahnsinn. Wer kam auf die Idee? Ja, wir. Okay, super. Wir Gründer hatten die Idee, einfach abgeschaut sozusagen von den kleinen Spielzeug-Modell-Quadrocoptern, die man heute ja in jeder Ecke kaufen kann. Ja. Ja, ich weiß nur, es gab mal Videos vor einigen Jahren, da flog mal einer im Prinzip mit einem Multicopter rum. Das war eine Riesensensation. Jetzt steht das einfach hier so. Die ganz breite Masse hat es noch nicht wirklich mitbekommen, weil es wahrscheinlich noch zu wenige gibt. Wie viele sind bisher gebaut worden? Das hier, den Sie hier sehen, ist der dritte Volocopter, den wir gebaut haben. Wir bauen gerade einen vierten. Und das ist jetzt schon das Vorsehenmodell. Das heißt, wir wollen jetzt dann in Zukunft viele davon bauen. Okay, das heißt, es fliegt autonom oder ist da jemand, der steuert das Gerät? Aufgrund regulatorischer Vorgaben müssen wir im Moment noch einen Piloten haben. Und wir können es aber auch fernsteuern, wir können es auch autonom fliegen lassen. Geht jetzt schon. Wenn Sie so nett sind, wir mal reingucken dürften und Sie mir mal vielleicht mal zeigen, wie das da drinnen aussieht. Das wird bestimmt einige Leute mal interessieren. Sie kamen wann auf die Idee, das zu entwickeln, zu bauen? Ist es schon länger her oder erst seit kurzem? Die Idee stammt ungefähr aus dem Jahr 2010. 2011 haben wir dann das erste Fluggerät gebaut, den ersten Volocopter. Damals mit so einem Hüpfball drunter, manche haben das ja gesehen. Das sah ganz interessant aus. Okay, Wahnsinn. Also ich sehe, Sie sind vollkommen beeindruckt von der Idee, praktisch elektrisch zu fliegen. Und da ist er, der Volocopter 2X. Und ich nehme an, dass Sie das nicht alleine gebaut haben, oder? Genau, wir sind ja eine Firma von inzwischen 20 Leuten, wollen jetzt noch weitere 35 einstellen, möglichst bald. Das heißt, wir suchen auch viele Ingenieure, flugbegeisterte Menschen und hoffen, dass wir schnell vorankommen. Gibt es einen Markt dafür? Es gibt offenbar einen großen Markt, zum Beispiel die Firma Uber hat ja jetzt groß angekündigt, dass sie in Zukunft Lufttaxi-Dienste anbieten wollen. Und die trommeln im Moment ziemlich, dass da die Hersteller weltweit sich zusammenfinden. Super, wenn Sie so nett sind, das mal kurz öffnen für uns, dass wir mal kurz reinschauen können. Das heißt, die Flugkabine hat 2 Personen, die dürfen nicht unendlich schwer sein, nehme ich an? Ist für 160 Kilogramm Zuladung ausgelegt im Moment, also 2 Personen, weil eben das maximale Abfluggewicht 450 Kilo nicht überschreiten darf. Das heißt, insgesamt mit den 2 Personen, Batterien, allen Motoren, allen drum und dran, wiegt es weniger wie 450 Kilogramm? Genau. Unglaublich, es sieht deutlich schwerer aus, muss ich dazu sagen, ja. Ist natürlich Leichtbau, also alles aus Carbonfaserverbundstoffen hergestellt. Wirklich sehr leicht, ja. Die Frage, die sich uns natürlich alle stellt, wann werden wir denn alle mit so einem Volocopter fliegen? Also wir wollen jetzt nächstes Jahr beginnen, die auch auszuliefern. Es gibt auch weltweit Interesse, vor allem in großen Städten, die dann eben kürzere Distanzen überbrücken wollen. Rein elektrisch, sehr leise vor allem auch. Ja, emissionsfrei. Ist die Möglichkeit, das jetzt mal anzumachen oder das geht nicht, oder? Nur mal kurz, dass die Motoren einmal drehen. Hier auf der IAA nicht, gell? Dürfen wir gar nichts machen, leider. Okay, das heißt, Sie dürfen noch nicht hierher fliegen, oder? Nein, das kam ja mit dem Auto, LKW. Ja, gut, das liegt aber daran. Das heißt, also im Moment ist es wie ein ganz normaler Hubschrauber, eigentlich ultraleicht. Ich melde mich dann beim Tower an. Wenn Sie damit fliegen in Deutschland, ja, was ist denn da los, ja, auf dem Flugplatz? Auf dem GATT zum Beispiel, sie landen da mal eben und dann sagen, der Volocopter, wie ist das Rufzeichen von dem hier?
dieser Jahr, da haben wir das Rufzeichen jetzt entfernt. Ich glaube, es ist, ich weiß es gar nicht genau, MBVC meine ich. Aber also ganz normal, wie man das kennt vom Flugzeug her. Ja. Sie haben ein Rufzeichen, also vom Flugzeug her und Sie landen denn da. Aber ich meine, da sind schon die einen oder anderen, die seltsam schauen, oder? Ja, im Moment bewegen wir uns hauptsächlich auf unserem Heimatflughafen oder Flugplatz genauer in Bruchsal. So. Da haben sich die Leute schon dran gewöhnt, oder? Genau. Ja gut, wie gesagt, wir sind da ja schon länger aktiv und klar, die schauen schon die Leute, aber es ist jetzt... Es ist nicht mal Spaß, dass man einfach mal, dass man nehmen könnte 30 Minuten und man nimmt die Familie einfach mal mit und fliegt mal 30 Minuten. Haben Sie das schon mal gemacht? Also im Moment sind wir noch im Testbetrieb, deswegen dürfen nur die Menschen damit fliegen, die auch eingetragen sind. Also Experimental quasi, oder? Nein, das ist eben eine vorläufige Verkehrszulassung, aber die ist im Testbetrieb. Die allermeisten werden sich da nicht so gut auskennen. Gut, ich habe im Grunde genommen keine Fragen mehr. Wenn das später mal in Serie gebaut wird, wie viel sollte ich denn anlegen für ein solches Flugfahrzeug? Also wir glauben, dass wir das für 250.000 bis 300.000 Euro am Anfang anbieten können. Später wird der Preis sicher runtergehen, wenn wir dann mehr bauen. Okay, und da würde dann eine ganz normale Lizenz ultraleicht würde genügen mit plus eine Einweisung? Genau, also Sportpilotenlizenz nennt sich das ja dann für ultraleicht und man muss dann natürlich immer für das spezielle Gerät, das man fliegen will, auch trainiert sein. Und das ist bei uns, denken wir, sehr einfach. Unterschied zum Hubschrauber, wo sie ja sozusagen mit Händen und Füßen zu tun haben, im wahrsten Sinne des Wortes. Und bei uns gibt es einen Joystick, eine Hand, die reicht. Wenn man loslässt, bleibt es einfach stehen. Super, klasse. Ich habe keine Fragen mehr. Wenn Sie so nett sind, sich noch kurz vorstellen, das hat man eben ganz vergessen am Anfang. Ich bin der Stefan Wolf, ich bin einer der Gründer der Firma Volocopter. Wir haben dieses Gerät erfunden und gebaut. Genau, und wenn auch Sie mehr Informationen haben möchten, ich nehme an, Sie haben eine umfängliche Homepage in allen nur erdenklichen Sprachen. Es fliegt zurzeit in Dubai, richtig? Wir haben eine Kooperation mit Dubai und wollen in diesem Jahr da noch einen Testbetrieb durchführen, ja. Also ich habe keine Fragen mehr. Ich muss Ihnen absolut gratulieren, ja. Ich dachte, es käme von irgendwoher. Ich wusste, dass es aus Deutschland kommen könnte, aber dass jemand wie Sie es mitentwickelt hat, es freut mich außerordentlich, Sie jetzt heute kennenzulernen, ja, der eventuell sogar die Zukunft mitgestaltet hat im Bereich Flugverkehr. Ja, wir haben ja auch viele Kooperationspartner, Investoren, unter anderem eben Daimler. Auch die Firma Intel ist bei uns beteiligt. Und nach unserem Empfinden wird das immer mehr und immer größer. Genau, Sie machen aber einen recht bescheidenen Eindruck, das muss ich Ihnen jetzt mal unterstellen, ja. Das heißt, im Grunde genommen, die ganze Welt schaut so ein ganz klein bisschen auf Sie, oder? Im Moment. Also, das geht eigentlich schon eine ganze Weile so, seit Jahren, dass wir aus der ganzen Welt Zuschriften, Anfragen bekommen. Können wir gar nicht alles bedienen. Ist so. Vielen, vielen Dank.